Pagode wird auch das dickste Buch der Welt genannt. Den kleinen offenen Tempel der Pagode liegen jeweils eine große Marmorplatte, der Pali-Kanon eingemeißelt ist. Das Leben und die Lehren Buddhas verewigt auf 729 Platten. Wie gesagt, auch das größte Buch der Welt genannt. Benedetto die Glocke da betätigt, aber jetzt schmeißt er da wenigstens auch was rein. Hast du überlegt, für welchen Buddha? Vorne ist ein Schlitz. Vorne ist ein Schlitz drin. Unheimlich toll aus. Beeindruckend. Und in jedem ist ein auf Stein gemeißelter Schriftsatz und erzählt die Geschichte Buddha. Den Stupas befindet sich in der Mitte der Anlage zudem noch eine mit dicken Blattgold bezogene Pagode. Ganz viele Katzen leben hier. Und hier ist ein Modell der ganzen Anlage. Noch eine Pagode. Den Namen weiß ich jetzt nicht, muss ich ihn nachher noch mal fragen. Oder lest es doch einfach selber. Da sind auch Schriften. Aber ich weiß nicht, ob die noch dazugehört, glaube ich eigentlich nicht. Die Lehre Buddhas. Und hier wird gerade renoviert. Das sieht ja toll aus. Und da wird geputzt. Schönes Gerüst aus Bambus aufgebaut. Das Gerüst bis oben hin, alles nur Bambusstämme. Ah ja. And there's also a big book. Yeah, it's a different book. Kann er sehen? Das ist die Shri-Nandas-Monasterie. Und da drüben die Atumasi-Pagoda. Die nächste Pagoda. Ich glaube, hier in der Umgebung gibt es 600, aber ich glaube, für uns ist es jetzt auch die letzte. Da war viel Platz, der Buddha. Sitzt da ganz alleine. Ja,
laufe unheimlich gern barfuß, weiß ja jeder, der mich kennt. Aber es ist ganz schön heiß hier ohne Schuhe auf diesen Steinen. Und jetzt strahlend blauer Himmel. Vielleicht sehen wir doch noch einen Sonnenuntergang heute. So, die sieht ein bisschen älter aus, sieht mal ein bisschen anders. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ja, da laufen wir jetzt noch hoch und das ist dann, glaube ich, wirklich die letzte für heute. Morgen fahren wir nach Bagan und da geht's weiter. Irgendwie kriegen wir hier bald einen Kulturschock. Zeigen, dass ich geschminkt bin. Hier dürfen wieder keine Frauen eintreten. Frauenfeindliches Volk. An der Pagode hier ist, Holz wird nicht ganz so heiß wie Stein. Aber dafür hat es Splitter. Also auch wieder nicht das Wahre. Wahnsinnig schön, hier heute arbeiten. Sind wir hochgefahren nach Mendeley Hill? Und es wäre nicht Myanmar, wenn ich auf dem Berg auch eine Pagode wäre. Also geht's jetzt zur Tutong Phaya Pagode. Zwei Schlangenpagoden heißt das übersetzt. Wir sind oben angekommen und haben jetzt einen traumhaften Blick auf die Stadt. Ist das schön. Das soll natürlich bei Sonnenuntergang am schönsten sein. Aber ich glaube nicht, dass wir so lange hier ausharren werden. Das ist schön mit dem Blick hier. Wieder ein Ritual vollzogen. Das ist so riesig, es ist übrigens Smoke alles. Und so einen klaren Blick. Irrawaddy-Fluss. Schön gepflegte Park. Deborah.
man sich auch aus der Hand lesen lassen. Und natürlich gibt es viele Geschäfte und Restaurants. Die beiden Schlangen von hinten. Tempel der zwei Schlangen. Da geht ein Fahrstuhl runter. Aber wir sind runtergelaufen. Wir rufen wieder Rollstuhl. Zurückfahren noch mehr entdeckt.